Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 1 von The Binding of Isaac Rebirth Hype. Es ist da, es hat nur dreiviertel Stunden länger gedauert als versprochen, aber ich platz bald aus Dingens. Okay, was gibt's hier Neues? Isaac, Maggie, Kane, Judas, Eve, Samson. Okay, Standard. Azazel. Unlocked by making 3 deals with the devil in one game. Okay. Lazarus. Eden und Random. Okay. Mehrere Schwierigkeiten. Seeded Runs. Oh mein Gott. Hype. So much Hype. Giddy. Springen wir rein. Sieht aus wie Guppy. Oh, so smooth. So smooth. Oh, riesige Räume. Kann man die Dinger zerstören? Nee. Oh, Moss. Gott, das ist verwirrend. Ich muss mal die Musik lauter stellen. Ich muss, glaube ich, generell mal den Sound lauter stellen. Sekündchen. Okay. Hey, netter neuer Ingame-Dings, Options-Dings. Hat das irgendeinen Einfluss? Eine große und kleine Map mit Runtime. Speedrunning. Au. Au. Neue Sounds. Gott, die Ästhetik ist sehr cool, aber auch sehr anders. Okay, gefällt mir. Gefällt mir. Moss sind immer noch ätzend zumindest. Also das hat sich schon mal nicht geändert. Champion Maw. Eine Bombe in einem Stein. Interesting. Brace yourself for Champion Maw. Au. Gott, also dass der Bildschirm da so mitscrollt, ist echt schräg. Ja, verzeiht mir, ich habe nicht besonders viel zu kommentieren, weil, das ist wortwörtlich die absolut erste Runde, die ich spiele. Sobald Isaac gestartet hat, direkt die Aufnahme angeworfen, nachdem das Intro durchlief. Und wenn es euch beruhigt, das Intro hat sich nichts geändert. Okay, fehlen noch zwei Maws. Okay. Da ist ein Schlüssel. Bombe müsste noch Shift sein. Nein, nein, nicht Space. E. Bombe ist E. Müssen wir uns was merken. Okay, also Steine mit Bomben explodieren. Die Dinger kann man vermutlich nicht zerstören. Was gibt's hier? Oh nö, was geht denn jetzt ab? Ah, ihr seid wahrscheinlich Mr. Morse, wie es aussieht. Leaper? Nee, Hopper. Hopper. Okay, ihr seid also sowas wie Boomer. Ihr seid einfach nur Walker, wie es ausschaut. Okay. The struggle is real. Also der Ingame-Timer ist sehr cool. Damit kann ich sehen, wie lange ich noch hab, bis ich die Runde beende. Oh ja, neue Geräusche. Oh, wie antiklimaktisch. Aber... Bist du... Was? Ehrlich jetzt? Häufchen? Really? Okay, Schlüssel. Ah, stimmt ja. Neues Isaac, neue Items. Gibt's jetzt zwei Türen in den nächsten Raum? Okay, also das heißt also, es gibt zwei unterschiedliche Raumgrößen neuerdings. Curse Room dürfte selbsterklärend sein. Ja. Bewacht von 4 Feuern. Kann man die zerstören? Okay. Man muss sie anscheinend irgendwie zerstören. Nur wie ist die große Frage. Okay, ich tippe mal, dass das nicht der richtige Weg ist. Oh, da wieder raus. Was geht was hier? Hey, nochmal derselbe Raum. Perfekt. Hier ist man genau außerhalb der Reichweite. Da ist noch einer von diesen Bombensteinen. Also das Handling ist durchaus ein bisschen anders. Almost. Okay. Erster Maw. Zweiter Maw. The Dodge is real. Dritter Maw. Okay, euch habe ich alle soweit. Ich sollte mich vielleicht weiterhin außerhalb der Reichweite bewegen. Kann man dich abschießen? Nee. Item Room. Sehe ich gerade.
Whoop. Nope. You shall not get me. Yep, nope. Also sie haben definitiv irgendwas mit den Tränen gemacht. Es fühlt sich massiv anders an. Okay, das klappt. Okay, und das klappt auch. Okay, Item Room. Die Feuer lassen sich aber löschen, oder? Ja, okay, die Feuer lassen sich löschen. Ja, ich tippe mal, die blauen lassen sich dann nur mit Bomben löschen. Ja, also sowas wie Polyphemus. Okay, also je näher ein Gegner mir ist, desto mehr Damage verursache ich. Nope. Nope. Ah, aber ganz cool eigentlich. Oh, Truhe. Eine Bombe und ein halbes rotes Herz, wie es ausschaut. Geldmäßig, Shop dürfte das da unten sein, nehme ich mal an. Wir können ja jetzt theoretisch, oder wir könnten zumindest theoretisch nochmal checken, ob wir jetzt nicht die Feuer da löschen könnten im Curse Room. Allerdings würden wir das, glaube ich, nicht überleben. Würde das funktionieren? Ich will wissen, ob in den Pötten was drin ist. Ah, in den Pötten ist durchaus etwas drin. Okay, Schlüssel. Isaac sieht auf jeden Fall schon mal schön gruselig aus. Bin mal gespannt, ob es neue Bosse gibt. Soweit ich weiß, ja. Schauen wir mal. Dingel. Okay. Mega Häufchen. Ah, fuck me. What the fuck? Restart. R, E, Dings, Space. Ah, Space. Okay, versuchen wir das nochmal. ihr seid rote Boomflies, oder? Seid ihr einfach nur große weiße, große rote Fliegen? Oh, stimmt ja, der Fliegentrick funktioniert jetzt unter Garantie nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die Mistviecher weichen aus. Okay, erwischt. Okay, Shop. Ätzfliegen. Erste Ätzfliege. Hab ich auch gekillt. Häufchen. By the way, ist das... Ja, ist das... Da ist allerdings nichts gedroppt. Ich sollte es vielleicht auf der kleinen Map belassen. Was seid ihr denn für Fliegen? Okay, ein Cent. Alles klar. Gehen wir doch direkt nochmal checken, was hier unser Boss ist. Der Duke of Flies. Hey, das ist doch ein Klassiker. Okay, hier wurde anscheinend nicht wirklich irgendetwas geändert. Er spawnt immer noch viel zu viel Viehzeug. Aber er scheint, wow, weniger Leben zu haben. No, nope. Bin ja mal außerdem auch noch sehr interessiert daran, ob es neue Devil Room Mechaniken gibt. Okay. Ich sollte dich vielleicht mal auslöschen. Der neue Duke of Flies ist so ziemlich halb tot. Wow. Die neue Musik gefällt mir. Checken wir doch mal, was hier noch so passiert. Okay. Ihr seid tot, ihr seid tot. Duke of Flies, please. Whoop. Bisschen ausweichen. Und jit, jit, jit. Okay, der Duke ist tot. Fehlen noch die ganzen Fliegen. Item, was bist du? Magic Mushroom, All Stats Upgrade. Nice. Sehr schöner Start. Das heißt also, wir haben jetzt mehr Damage, mehr Speed, mehr und so weiter. Ich tippe ja mal, dass die Itembeschreibungen gefixt wurden. Nope, nope. Nope und nope. Keine Drops, aber ein Item Room. Unicorn Horn tippe ich mal. My Little Unicorn, ja. Temporary Badass. Ah, okay, das wird also ganz oben links angezeigt. Gabisch. Versuchen wir das doch nochmal mit dem Curse Room. Ah, okay, Kamikaze fliegen. E, ne? Ja, E. Tammy's Head. Das Itemgeräusch ist cool. Was bist du? Guppy's Collar, Eternal Life. Okay, interessant.
Also, wir hatten jetzt schon die ersten zwei neuen Items. Aber Magic Mushroom im Boss Item Room Dingens ist schon sehr cool, muss ich zugeben. Verschwinden wir auf nächsten Floor. Okay, cool. Basement 2. Mob Trap Room. Kommen wir so nicht rein. Okay, tot, tot und tot. Pille. Quizfrage. Moment, bitte. Wir müssten... Oh, jetzt stehen hier die Controls nicht drin. No! Shift? Nope. Ah, cool. Luck up. Stimmt, es gab jetzt auch neuerdings irgendeinen Knopf, mit dem man Sachen droppen konnte. Okay, Eyeblob. Oh, goldener Schlüssel, sehr schön. Gratis Truhe. Mehr Schlüssel. Wow. Goldener Schlüssel heißt so viel wie wir verbrauchen auf diesem Floor keine Schlüssel. Abgerat hier. Wow. Ihr dürftet Hives sein, so wie ihr aussaht. Okay, noch ein Schlüssel. Item Room. Max's Head? Cricket's Head. Damage Upgrade. Allerdings können wir noch nicht die Gefahren einschätzen. Das heißt also, wir haben keine Ahnung, ob die Items auch irgendeine Downside, also irgendeinen Nachteil haben. Okay. Immer schön Feuer löschen. Ich tippe zumindest mal, dass Feuer immer noch Sachen droppen können. Checken wir nochmal den ganz großen Raum ab hier. What the fuck? Ja, Blast Assist. Okay, gefällt mir. Ah, da ist der Boss Room. Du bist hinüber. Blast Assist. Nochmal. Eine Pille. Checken wir mal. Unbekannt. Pheromones. Ich tippe mal, das bedeutet, dass Gegner auf uns zukommen. So, laut Map ist da rechts noch irgendwas unterwegs. Checken wir mal hier. Mehr von euch, Viechern. Und ein halbes rotes Herz. Okay. Jo, wie gesagt, ne, Boss Trap kommt nicht in Frage. Shop nicht genug Kohle. Die große interessante Frage wäre, ob es Secret Rooms gibt. Bombe? Nee, genau. Okay, kein Secret Room. Secret Room vielleicht hier. Ja, Secret Room. Hey, Bomben aus dem Secret Room. Okay, mit den Dingern kann man anscheinend nichts anfangen. Also Boss Time. Monstro. Monstro sieht irgendwie gruselig aus. Gut, ich tippe, das ist eigentlich die ursprüngliche Ästhetik des Spiels, aber okay, also die Animationen gefallen mir extrem gut, die neuen. Das ist ziemlich Lo-Fi, so dieses 16-Bit-Optik. Mit so ein bisschen hochmodern Gedöns. Okay, Monstro ist hinüber. Flop. Achievements! Woo! Und Box. Stuff. Bei dir wissen wir nicht, was du bist. Was ist das? Rosary Bead. Okay. Droppen ging über... Nein. Dingens. Nein. Okay. Two Spades. Das dürften Schlüssel sein. Richtig? Richtig. Okay, noch eine Bombe. Pille ist Balls of Steel, 2 Spirit Herzen. Nice. Okay, dann sind wir hier soweit eigentlich schon fast fertig, oder? Nö, nicht nur fast, wir sind hier oben soweit fertig. Okay, nächster Floor. Case 1. I believe. Case 1. Okay, 2 Schlüssel. Worth it. Totally worth it. Okay. Das war ein ziemlich blödes Layout so, aber gefällt mir ansonsten von der Ästhetik her. Oh, what the fuck? Really?
Das sieht aus wie irgendwas, was einem nachts im Keller begegnen würde, wenn man sich einer Wand zu sehr nähert. Jetzt kommst du daher. Los, stirb. Geh doch. Item Room? Ah, okay. Das wäre dann also eine Bombe. Iron Ingot oder so, huh? Iron Bar. Concussive Tears. Ah, okay. Also ich tippe mal, das heißt Stun. Tippe ich zumindest mal. Und Lira-Bombe, richtig? Ja, Lira-Bombe. Okay. Du hast... Cancer. Yay, Cancer. Cancer, Tears Upgrade. Trinket Form, jedenfalls. Wie gesagt, alles, was ich jetzt so erwähne, ist ausschließlich, ne, basierend auf altem Wissen aus normalem Isaac, Wrath of the Lamb. Ah, ihr seid... Was? Turret Knights, wie es ausschaut. Oder beziehungsweise reguläre Turrets, nur bewegliche. Okay, nice Turret. Dude, please, stop. Okay, Schlüssel. Mob Trap Room. Ah, zwei Truhen. Ah, Charger. Whoop. Okay, Charger tot. Okay. Als nächstes haben wir Globins. Die sehen cool aus. Ja, Bomben. Erster Globin. Zweiter Globin. Okay, erster Globin richtig tot. Zweiter Globin richtig tot. Dritter Globin richtig tot. Und vierter Globin richtig tot. Und als letztes haben wir Graue Maus. Also, Iron Bar gefällt mir schon mal ganz gut von der Sache her. Ah, sehr schön. Raum besiegt. Tipp ich mal, soll das heißen. Was gibt es hier? Ah, Boomflies, unsere alten Vertrauten. Okay. Okay. Hey, noch ein Schlüssel. Okay, Curse Room, was hast du uns bieten? Das ist doch unter Garantie der Pakt oder so. Okay. Also meiner Dings nach, kann man das einstellen irgendwie? Entschuldigung. Okay. Meiner Ansicht nach verschwinden die Titelbeschreibungen, Geschichten der Items zu schnell. Zwei Schlüssel. Cool. Nope. Welchen Teil von Nope hast du nicht verstanden, Sacknase? Okay. Zwei weitere Schlüssel. Item Room tippe ich mal. Ja. Shop meine ich. Okay, das scheint sowas wie ein Judgment zu sein. Mal gucken, was passiert, wenn man es in die Luft jagt. Kann man nicht mehrmals in die Luft jagen? Anscheinend ja. Und nochmal? Oh. Ich tippe mal, dass, das hier links, das Item lädt euer Spacebar-Item wieder auf. Ja, tut's. Cool. Schon wieder. Au! Eins von den Viechern. Okay, Rotherz damit. Schade. Mehr Charger. Okay, Charger tot. Zwei Truhen. Nice. Und unser Boss ist Mega Fetti. Ah, Girlie tippe ich mal. Wow. Nope. So viel dazu. Ups. Okay, also bis jetzt recht machbar. Die Geräusche sind der Knüller. Okay, das war mega fetti. Speed Upgrade? Yup, pretty much. Kills haben immer noch keinen Effekt. Hey, das ist cool. Man kann hier die Käfer verscheuchen. Joink. Wusch.
dann dürften wir hier soweit auch schon wieder durch sein. Jupp, nächster Floor. Was haben wir denn jetzt hier? Caves 2. Eine Arcade. Interessant. Dich kann man mit Schlüssel füttern. 4. 5. 6. Spirit Herzen. Demon Judgment. Gibst du mir irgendwas Cooles? Speedball? Speedball! Speed, Shot, Speed. Oh mein Gott! Das ist ja furchtbar. Okay, und dem normalen Judgment haben wir jetzt auch noch ein bisschen Geld in den Rücken. Take it and get out. HP Upgrade. Okay. Checken, was spuckst du noch so Schönes aus? Kleingeld, shit, ich kann Sachen nicht mehr einsammeln. Mehr Cash! Noch eine rote Truhe. Oh, Spinnen. Oh, das wird mich noch so ins Knie ficken mit der Geschwindigkeit. Mehr gibt's nicht, vorerst. Boss Trap ist offen. Reguläre Truhe, nope. Ich glaube fast, wir sollten die mal öffnen. Oh. Nur Kleingeld. Gurgel. Jetzt nicht mehr. 2 Cent. Item Room. Spiel. What the fuck? Wir haben die entsprechende Range. Glücklicherweise. Okay, erwischt. Noch 2 Cent. Okay, das ist ein anderer Typ von Ed's Spinne, wie es aussieht. Okay. Wir sind soweit alle hinüber. Hier drüben gibt es noch mehr, nehme ich an. Ja. Okay, ich habe irgendwo einen Drop gehört. Ich weiß noch nicht wo. Oder waren das die Türen? Na, das waren die Türen. Nope, Shop, da will ich nicht hin. Das heißt, hier gibt es nichts zu holen. Kommando zurück. TNT-Fässer. Checken wir doch mal hier. Ah, goddammit. Boomflies. Okay. Ah, rote Herzen. Sehr gut. Ah, Hives. Yay, Hives. Okay. Okay. Letzter Hive. Du bist zwar gestunt, aber du kannst trotzdem weglaufen. Das ist absolut klasse. Schauen wir mal hier unten. Self-Sacrifice Room tippe ich mal. Okay. Fetti. Häufchen. Immer noch keine Schlüssel. Ihr seid also im Endeffekt sowas wie Knights. Wenn ich jetzt mal raten müsste. Vom Pattern her. Immer noch keine Schlüssel. Nope. Ich würde fast tippen, du bist ein Champion. Ja. Fühlt es sich so an. Hältst du aber auch mal still. Hey, Schlüssel. Okay, Kommando zum Item Room. Zumindest Backtracking dauert jetzt nicht mehr allzu lange mit unserer Geschwindigkeit. Okay, Item Room. Show me your secrets. Okay. Bob's Curse? Bob's Curse. Wir kriegen 5 Bomben und unsere Bomben verursachen Poison Damage. Das wirkt sich, tippe ich mal, auch auf Bomben-Items wie Epic Fetus und Fetus in a Jar aus. Vorausgesetzt natürlich, die Item gibt es überhaupt noch. Okay. Okay, die Maggots sind jetzt scheinbar beidseitig so eingestellt, beidseitig bekopft, dass es zumindest Sinn macht, wenn sie in beide Richtungen schießen. Cool. Ah, 2 Cent. Sehr schön. Au. Das war mein Fail. Gebe ich zu. Okay. Jo, dann. Ein einzelnes rotes Herz. Ne. Boss-Time. Den haben wir.
Gertie. Hey, Gertie. Jo, wir haben... Wow, Nubbins. Okay. Die alte Gertie Cheese Spread scheint allerdings noch zu funktionieren, wenn man es richtig macht, wohlgemerkt. Okay. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar nochmal einen Deal mit dem Teufel hin. Okay. Sieht gut aus. Little Chubby freigeschaltet. Okay. Herzen, was bist du Schönes? Roid Rage, Speed and Damage. Little Baggy, was auch immer. Deal. 9 Lives. Wie es aussieht, kriegt man jetzt im Deal nur noch ein Item. Wir sehen irgendwie schon furchtbar böse aus. Kann man hier gucken, was ist? Ah, nee, aber da sieht man den Seed, wie es ausschaut. Okay. Parasite freigeschaltet. Cool. Nächster Floor. Schauen wir mal. Shit in a box. Depths 1. Das dürfte... Wow! Das sieht aus wie eine sehr ätzende Fistula. Das sieht aus wie ein Anus. Ein Anus in der Wolke. Anuswolke, genau. Genau, die Viecher heißen jetzt Anuswolke. Kann man euch killen? Ich würde ja fast mal behaupten, nein. Wow, ich bin beeindruckt. Ah, dammit. Das hat mich ja doch noch was getroffen. Okay, also ihr seid einfach nur störend. Larry Jr., endlich ein bekanntes Gesicht. Sorry, ich musste dich leider töten. This was a triumph. Na, schauen wir mal, Item Room. Spider-Bite? Sissy Longlegs, she loves you. Ey, wir haben unsere eigene kleine Spinne. Woo! Cool. Ich mag Spinnen. Ich habe sogar eine Hausspinne. Okay. Kommen hoch und gehen runter, die Stacheln. Interessant. Jupp. Bist du ein Champion? Du siehst nämlich aus wie ein Champion. Ah, nein, wir spawnen, wie es aussieht. Eigene Viecher. Interessant, interessant. Okay, ich brauche dringend einen Schlüssel für den Shop. Halt, hier bin ich falsch abgebogen. Ah, wir sind viel zu speedy. Das ist furchtbar. Gucken wir mal hier rechts. Hier so. Anuswolken. Okay, Anuswolken tot. Da sind noch mehr davon. Anuswolken-Hype. Halbes rotes Herz. Nice. Ah, ich tippe also über Zeit spawnt Sissy. Die kleinen, coolen, blauen Spinnchen. Wow! Dislike. Dislike much. Ah, Bomben. Ich tippe mal, wie gesagt, über Dauer. Sissy spawnt wohl diese kleinen, coolen, blauen Spinnen. Ah, Turrets. Turrets und Brains. Hüpp, ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Ein Haufen Truhen. Eva-Bombe, ich muss mir eh merken. Truhe 1. Bomben und Kleingeld. Truhe 2. Bomben. Und Truhe 3. Pille. What you got? Show me what you got. Amnesia. Oh, goddammit. Seriously. Das heißt, wir können uns unser Map-Layout jetzt nicht mehr merken. Quizfrage, ist das jetzt nur für diesen Floor oder ist das permanent? Wenn das permanent wäre, wäre das ein ziemlicher Dick-Move. E. Nicht mehr Shift. E. Okay. Okay. Hier müsste perfekt sein. Okay, Bomben, Bomben, Durchgang. Oh, Gott, dang it. What? Why?
Wenigstens das ist gefixt. Ich wollte gerade gefickt sagen. Ja, wenigstens das ist gefixt. Nee, wenigstens ist das gefixt, dass wenn man nach dem Killen vom letzten Gegner im Raum stirbt, der Raum trotzdem nicht als komplett gilt. Whoop. Gosh dang it. Kann man euch zerstören? Nein. Scheinen nur neue Assets zu sein. Okay, dann Kommando zurück. Hier gab es noch irgendwo ein Türchen. Ja, hier. Ah, der Hollow. Holla. Okay, du bist auch ein verschlossener Raum. Was bist du denn für einer? Da würde ich jetzt gerne schon mal reinschauen. So, dummerweise, da wir unsere Map nicht mehr sehen können, kann ich jetzt auch nicht ungefähr erraten, wo der Secret Room ist. Checken wir mal hier. The Cage. Whoa. What? Ich bin nicht erfreut. This is not amusing. Ja, high jump. Und jetzt, nope. Nope. Roll die, roll die, roll die, roll. Okay, jetzt kommt gleich der High Jump, nehme ich an. Bullet Hell Match. Wies. Mehr Wies. Ah, fuck me. Ich hätte einfach das Horn benutzen sollen. Okay. Hallo Cage. Hallo Horn. Oh, seriously. Okay, Kugeln. Der Stun scheint gegen das Kugeln zu helfen. Projektile. Mehr Projektile. Jetzt dürfte er gleich wieder respawnen, nehme ich an. Scheint mehrere Phasen zu geben. Okay. Stun. Mehr Projektile. Wies, maybe? Nein, Kugeln. Ah, fuck me! God damn it! Okay, nochmal. Also, The Cage ist meiner Meinung nach einer. What the fuck? Einer der ätzendsten Bosse. Yep, Wies. Ich sag nichts mehr dazu. Okay, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Kaffee, Sekunde. Okay, da bin ich wieder. Versuchen wir das nochmal. Hallo, The Cage. Okay, Stun. Stun ist immer gut. Yep, Projektile. Wie immer, in den ersten 13 Sekunden oder so getroffen werden. Schon mal sehr Style. Swag, würde sogar mancher sagen. Okay, Wies. Wies. Projektile. Okay, Wies anlocken. Okay, Wies ist angelockt. Rollen. Oh, what the fuck? Das ist voll unfair. Wieso kannst du dauernd deine Richtung verändern? Okay, wir haben wieder gestunt. Projektile. Shit, ausgerechnet. Jetzt muss ich mich am Kopf jucken. Mehr ausweichen, mehr Projektile. High Jump. Whoop. Okay. Okay. Und roll. Okay, okay. The Cage hat jetzt noch ein Drittel Leben. Der Stun hat sehr geholfen. Vielen Dank, Iron Bar. Und. Ja, yes. Okay. Cage ist tot. HP Upgrade. HP Upgrade. Sehr gut. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Mit dem HP Upgrade sollten wir in den Curse Room kommen können. Das heißt, wir wollen hier überall außen rum. Hier lang. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das genau die Route hier sein. Okay, hier lang, hier runter. Ja. Ja, okay. Einmal rüber. Und Curse Room. Oh. Disappointment. Vielleicht gibt es ja irgendwas dafür, wenn man die Viecher killt. Hey, man kriegt was dafür, wenn man die Viecher killt. Schön. Und wieder raus hier. Einmal hier hoch. Was war hier unten? Ah, der Shop und eine Mob-Trap. Müsste zumindest eine Mob-Trap gewesen sein. Vielleicht, wenn wir ein halbes rotes Herz finden. Irgendwo. Hier? In naher Zukunft? Ah, ja, da.
Könnte man ja mal gucken, ob es da nicht was zu holen gibt. Wenn das denn eine Mob-Trap war, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch eine Boss-Trap. Falls ich da schon drin war, verzeiht mir, das ist gerade unglaublich viel Input hier alles. Warte mal hier runter. Es ist eine Mob-Trap. Ah, ja, stimmt, da sind die zwei Schwerter in der Tür. Normale Truhe. Pille. Luck up. Das dürfte bedeuten, wir finden mehr Drops. Ich gehe mal davon aus, dass die Luck-Pillen gefixt wurden. Umsortieren. Nächste Runde. Hopper. Unsere alten Bekannten. Föten sind natürlich auch unsere alten Bekannten, aber Hopper, naja. Und, Knights. Okay, das Problem mit der Seiten-Hitbox gibt es bei den Knights halt immer noch, wie es ausschaut. Ihr könnt sie immer noch dazu bringen, in eure Richtung zu chargen. Das ist auch sehr schön. Und Raum abgeschlossen. Alles klar. Nur weiterhin keine Schlüssel. Könnte das bedeuten, dass wir keine Schlüssel mehr als Jobs bekommen von einem von unseren Items? Von wegen Eternal Life, but at what cost? Ah, ich würde fast mal behaupten, dass anstatt dann späterer Leben Schlüssel verwendet werden. Das wäre recht gängig, oder wäre zumindest meine Vermutung. Okay, dann verschwinden wir mal auf den nächsten Floor. Okay. Willkommen in Depths 2. Okay, wir können die Map wieder sehen. Immerhin. Okay, Arcade, was hast du anzubieten? Ein paar Cent. Ich check's nicht. Bombe? Okay, Blutbank. Hast du irgendwas anzubieten? Kleingeld. Kleingeld. Und mehr Kleingeld. Woo. Ah, Kane freigeschaltet. Hype. Ah, 55 Cent. Okay, wie immer. Rotes Herz. Sehr schön. Oh, Boss Trap. Shit. Yep. Ein bisschen ausweichen. Okay, sehr gut. Da wir jetzt runter sind auf ein rotes Herz, können wir mal in die Boss Trap reinschauen. Drei rote Truhen. Yep. Trollbomben, Loki. Mehr Trollbomben. Not good. Boomfly. Loki ist irgendwie putzig. Ah, what the fuck? Isaac, why? Das ist unfair, dass er sich einfach so auf einen rauf teleportieren kann. Jo, schon wieder eins von den großen Häufchen. Die großen Häufchen sind unterhaltsam. The big dick chick. What? Attack of the Killer Poops. Okay, zwei Truhen. Spirit Hearts. Kleingeld. Spirit Hearts bedeutet, wir lernen nicht aus Fehlern. Hallo, Curse Room. What? Ich will so ziemlich alles davon, okay. Pentagram, definitiv wegen Damage Up. Und du bist nicht erreichbar. God damn it. Weitere rote Truhe. Bombs are key. Das ist nice. I can see forever. No idea, sorry guys. Okay, das ist dämlich, dass einen das dann da drin respawnt. Ah, Sloth, hi Sloth. Dürfte nicht allzu lange dauern, unser Damage ist nicht niedrig. Mehr Schlüssel. The Stars. Item Room Teleport, richtig? Richtig, was bist du? Cursed Eye. Ah, nice. Wenn ich meinen Trainer auflade, also ich kann jetzt nicht mehr nur so schießen, aber wenn ich kurz gedrückt halte. Cool, Charged Shots. Das dürfte fast. Ja, so ziemlich fast alles, was hier drin steht. Natzen. Ah, die I Can See Forever Pille scheint einem zu zeigen, wo der Secret Room ist. Jo, mehr Schlüssel. Ich tippe mal, du bist der Secret Room? Ja! Oh, Zugang in den Shop. Nicht Greed. The Battery stores Energy. Ich tippe mal, das bedeutet, Items laden sich schneller auf. Das Donation-Ding hier ist immer noch nicht zugänglich. Luck-Up-Pille. Klar, why not? Rotes Herz, weil wir wollen ja überleben. Skip it hier. Ah, Anus-Wolken. Anus-Wolken-Hype.
Hey, mehr Bomben. Okay. Ah, wir können jetzt mehrere Item-Charges aufladen. Sehr geil. Das ist das, was ihr oben links sieht mit dem Orangenen über dem Grünen. Köpfe von Knights, wie es ausschaut. Kommt in meine Richtung, Jungs. Come at me, Bro. Okay, jetzt fehlt's noch du da. Erwischt. Mehr Schlüssel. Was gibt es hier? Ja. Irgendwelche Fledermäuse. Ihr seid sowas wie die besseren Fliegen, ha? Wow. Okay, chargende Fliegen, wie es aussieht. Nice. Mehr Schlüssel. Ein oder zwei Räume würde ich sogar noch machen, bevor ich zum Boss gehe. Wobei, jetzt ist hier ja sowieso gleich der Marm-Stings-Boss-Fight, richtig? Richtig. Oh, nö! Son, I am disappointed. Why? Seriously? Why, Isaac? Mehr Anuswolken! Bombe, Schlüssel, Bombe, Schlüssel. Cool. Ganz viele Wies. Nope. Okay, Raum halbwegs überstanden. Sieht aus, als hätten wir eine Charge voll. Wir könnten natürlich erst nochmal gucken, was gibt's hier so. Was war das? Ich weiß es wirklich nicht. Okay, was haben wir hier? Ah, Guts. Guts sind mir immer sehr sympathisch. Vielleicht kriegen wir jetzt hier nochmal rotes Herzgedöns. Yay, rotes Herzgedöns. Woo. Okay, mehr Bomben. Rotherz. Wo's herzt, herzt's gut. Ich glaub's, es herzt. Und wir gehen dann in den Bossroom, der hier nach links war. Richtig? Ups. Richtig. Was passiert, wenn man die Map jetzt größer macht? Ah, okay. Also Schlüsselsymbol, bla und so weiter hat sich nicht geändert. Und auf geht's. Hi, Mom! She's stretched? Maybe? Or maybe not. Yep. Fuß. 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 More. Okay. Globen. Globen ist nicht gut. Ich habe schon den ersten Cheese gefunden, wie es aussieht. Geil. Schaut mal rechts auf die Ecke. Oh, jetzt ist es weg. Shit! Da achtet man einmal nicht drauf. Okay. Versuchen wir das nochmal. Die neuen Stimmen sind... God fucking damn you! What? What? What, 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 what? What, warum? Oh Mann! Aber okay, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Mal schauen, wie viele ich davon jetzt noch aufnehme. Ich bin irgendwie schon gerade richtig krass am Suchten. Also gut, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute!